Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja. In der letzten Folge haben wir Fendel invasiert, ne, nicht invasiert, wir haben uns reingeschlichen und sind wieder rausgegangen, produktiv. Und jetzt würde ich mal sagen, wir erledigen mal so einige Nebenquests. Ich glaube, ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen, ob, okay, eine rostige Nadel. Ich habe mir gerade die Nebenquest so angeguckt. Hier, wir haben noch gar nicht das Taschentuch geholt für Frederick. Das werden wir als nächstes holen. Aber erstmal tun wir hier die Anfragen erfüllen. Den rostigen Nagel oder magische Katar bekommen wir dafür. Lass mal sehen. Shinx Katar, ein Karl, der ein Mädchen nicht mal zum Lächeln bringen kann. Von Tales of Hearts. Davon kommt doch jetzt auch, glaube ich, ein Remix raus für die PS Vita oder so. Ah, schade. Warum habe ich keine PS Vita? So, was haben wir denn noch? Schwerkraftschuss. Ich aktiviere die Gruppe, ja, FP, nicht schlecht. Mushroom, ja. Warte mal hier. Gletscherschauer, ja. Oh, alle lernen sie hier. Wirkzeit runter, geil. Auferstehung sogar. Wie sieht es bei dir aus? Ne, brauchst nicht. Was hast du denn hier? Spaltra 3, ja. Und du hast... Ich gehe mal daran vor, bei Plasma Schock zu lernen. Ja, viel AP. Na gut, dann auf nach... Weiß ich nicht. Barona, glaube ich. Ja, genau, nach Barona. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch Handelspapiere holen. Super. Zum Glück können wir jetzt einen Turtles nehmen, um dahin zu kommen. Ich hätte vielleicht doch den Nebenquest ein bisschen später machen soll, weil dann können wir nämlich die ganzen Städten hier so durchcruisen. Ich habe natürlich wieder ein bisschen gelevelt. Ne, gelevelt habe ich eigentlich nicht. Ich habe Dingens Titel gefarmt. Dieser einen Titel hier, Dual Zerschmetterer und Quadro Zerschmetterer war, glaube ich. Und so, ich dachte erst, ich konnte nicht dahin. Ja, kann man schon. Ja, die habe ich im Landbühl hier gefarmt, weil da kann man die Gegner ja mit ein, zwei Schlägen kaputt hauen. Und da habe ich mal hier so Techniken eingesetzt, die alle Gegner auf einmal kaputt plätten. Und dann habe ich schnell die Titel bekommen. Quadrater, Schmetterer und so was alles. Ja, mal, das nehme ich schon mal aus dem Weg. Aber ich glaube, die Quest jetzt doch schon früher zu machen, ist doch eine gute Idee, weil es macht irgendwie gar keinen Sinn, die ganzen Quest erst später zu machen, weil wir bekommen ja auch Titel und so was alles. Und die möchte ich mir nicht entgehen lassen. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, wo ich die Verträge herbekomme. Ich weiß, wo ich das Taschentuch von Frederick herbekomme, aber nicht, wo ich die Dinge herbekomme. Habe ich hier schon? Jo. Ich gehe mich mal hier umschauen. Nö, okay. Hier schon mal nicht. Vielleicht in Dingens, in der Ritterakademie. Ja, wieder sinnlos hier durch die Gegend am Laufen. Es ist wunderbar. So, hier kriegen wir das. Da ist ein Stern. Das heißt, wir sind hier richtig. Merkt euch das. Guten Tag, sucht ihr etwas Bestimmtes? Genau genommen suchen wir nach etwas, was verloren wurde. Das verloren wurde. Ah, nun kein kurzer Schüchternheit. Was war es? Es ist ein seidenes Taschentuch. Ich nehme nicht an, dass ihr es gesehen habt. Ein Freund von uns glaubt, es hier verloren zu haben. Ich glaube, letztens hat jemand ein Taschentuch abgegeben. Einen Moment bitte. Ist es dieses? FB, Frederick Barnes. Das ist es. Wir brauchen Ei am Ende. Bevor das sie es abholt. Es ist so ein schönes Taschentuch. Ich könnte es nicht ertragen, es wegzuwerfen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ja, wenn ich fragen darf. Seid ihr beiden ein Paar? Was? Natürlich nicht. Wir sind überhaupt nicht zusammen. Wir haben nicht einmal darüber nachgedacht. Allein der Gedanke ist schon absurd. Ach, wie schade. Ihr würdet so ein schönes Paar abgeben. Ja, trotzdem solltet ihr euch unsere speziell Paar-Accessoires anschauen. Ich würde mir gerne ein Paar-Accessoires ansehen. Wieso? Du hast doch keinen Freund. Paar-Accessoires sind hier in Barona gerade voll im Trend. Ich habe die beliebtesten hier. Zum Beispiel... ich will ja nicht unterbrechen, aber wir haben es etwas eilig. Nimm meine Hand. Schließ dich mir an. Was tust du da?
Jetzt mich nicht hinausschleifen müssen, weißt du? Meine Güte. Ich glaube, über diese Verkäuferin habe ich schon Geschichten gehört. Sie lockt die Kunden mit Komplimenten und überredet sie dann zum Kauf von überteuerten Schund. Oh, dann hast du nur auf mich aufgepasst? Naja, ich meine, es würde mir für Frederik leid tun, wenn seine Enkelin durch seine Bitte um einen Gefallen einen Schwindel zum Opfer fällt. Wie kannst du nur so ein Riesenidiot sein? Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du hast mit einer Frau geredet. Das heißt, man kann nichts richtig machen. So. Nicht, dass ich frauenfeindlich bin oder so. Nein, ich mag Frauen. Ich liebe Frauen. Hallo. Heiliger Trank. Und Finstertrunk. Was? Geil. Das Winterwappen und so, das tun wir noch ein bisschen aufschieben, weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Schwerkraftschuss. Was haben wir noch hier? Harte Abwehr. Das könntest du gebrauchen. Und ja, so zerbrechlich bist du, kleiner Lutent. So, ich möchte mal hier gucken. Also sehr viel passiert in diesem Part übrigens nicht mehr, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Oh, schon wieder. Die beiden. Also der Junge. Die kenne ich nicht. Nur zu, Joe. Du kannst so viel essen, wie du magst. Ja, Annie. Hey, alles okay? Das ist doch Feuer, Joe. Diese Stimme. Mein Engel. Hey, du bist doch dieser schräge Typ, den wir im Gasthaus von Greyhill getroffen haben. Ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht sollten wir ihn zum Arzt bringen. Es geht ihm gut. Der kleine Joe konnte einfach nicht fassen, wie gut ich kochen kann. Entschuldigung, aber wer bist du? Annie, ich bin Joes Schwester und Köchin von Beruf. Joey kann gar nicht aufhören, von meinen Kochkünsten zu schwärmen. Der Gut hört einfach nicht auf zu essen. Wir sehen aus, als hätte er Schmerzen. Möchtest du uns was sagen, Joey? Annies Essen ist das Beste auf der ganzen Welt. Oh, Joey, du musst noch hungrig sein. Das ist himmlisch. Und dann ist er gestorben. Oh Mann, ich glaube, er ist ohnmächtig geworden. Dummer Junge, mein Essen war so gut, dass es ihn in den siebten Himmel befördert hat. Komm, ich bestehe darauf, dass ihr etwas esst, bevor ihr geht. Das klingt nicht nach einer guten Idee. Ich mache gleich eine neue Portion. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Okay, haut rein. Danke. Ja, danke. Schmeckt wie meine Schuhsohle. Woher weißt du, wie deine Schuhsohle schmeckt? Was ist das? Ich kann nicht aufhören zu zittern. Psst, Annie wird euch noch hören. So viel nicht ausspucken. Ihr wollt wohl nicht hungrig, was? Vielleicht hätte ich nicht extra etwas kochen sollen. Nein, schon gut, wir hätten etwas sagen sollen. Wo bin ich? Oh, der Arme kann sich nicht mal erinnern. Oh, hallo, Joey, du bist heute aber früh wach. Oh, ich kann nicht fassen, wie viel von ihrem Essen sich dieser Typ runtergewirkt hat. Kein Wunder, dass er sich von seinem Bewusstsein verabschiedet hat. Ach du liebe Güte, sieh mal an, wie spät es ist. Komm, Joey, Zeit zu essen. Noch mehr essen? Ach, und euch habe ich eine Brotzeit für unterwegs angepackt. Ein paar meiner besten Gerichte. Ja, supi. Hacksteak. Nichts bekommen. Muah. Wir haben wohl unser Leben riskiert und haben nichts dafür bekommen. In Soldat. So, okay, die Gasthäuser muss ich alle hier durchstöbern, weil dann trifft man diese Gestalten. Und das wollen wir. So, ist eine neue Anfrage gekommen. Nö. Okay. Skit. Nö. Jetzt wird noch gar nichts gesagt in diesem Spiel, außer von mir, ne? Aber so soll es aus sein. Hab ich da schon mal ein Skit aktiviert? Der Typ sieht irgendwie aus wie... Ja, okay. Bin ich gerade am Zocken. Wie Kratos aus Tales of Symphonia. Könnt ihr euch auch mal angucken. Wer hat das gesagt? So, ist hier irgendwo... nein, hier kriege ich auch nicht anderes Papier, oder? Bla 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 bla. Wo muss ich hin? Für die Handelspapiere. Wo kann ich denn noch hin? Ach nee, in Schloss Barona muss ich ja rein, glaube ich. Stimmt, da gibt's auch noch einige Sachen.
Das Schloss kann ich mir auch noch mal angucken. Boah, das wird produktiv hier. Nur im Barona rumgammeln seit 10 Minuten. Das ist himmlisch. So, allein war das Schloss, oder? Ich habe das Spiel bestimmt schon 2-3 Mal durchgespielt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich mich hier zurechtfinden soll im Barona. Das ist himmlisch. Okay, ich gucke mir noch mal im Walknest an, weil. Naja, guckt ihn euch mal an. Bisschen leer sieht er aus. Ja, Richard hat doch hier ganz Elf rausgesaugt. Nehme ich an. Okay. Ja, der hat auch hier den ausgenuckelt. Richtig nice. Er hat sich nur dabei gedacht. Was hat er da vor? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie aussehen. Warte mal, da oben ist das Schloss. Boah, in dem Schloss kann ich nicht klar, ganz ehrlich. Verirre ich mich andauernd. So wie in der Einbahnstraße jeden Tag. Schloss Barona, so. Ich glaube, wir müssen sogar in den Thronsaal hier. Dieser eine Typ. Der hat, glaube ich, die ganzen Papiere. Der immer bei Richard war. Oder auch nicht. Weil sonst wäre er über den Gesicht drüber. Und ein Stern oder was weiß ich. Der seinen Namen trägt. So, da muss ich jetzt alle Türen hier mal abgehen. Vielleicht hätte ich auch schneiden sollen, das wäre vielleicht gut, aber nee. Wenn schon Zeit verschwenden, dann richtig. Hey, da war einer. Hallöchen, Doc. Seid ihr der Handelsinspektor? Der junge Herr Espel, nehme ich an. Und das muss der junge Herr Hubert sein. Ich weiß genau, weshalb ihr hier seid. Wirklich? Ja, Fürstin Carrie höchstpersönlich hat mich über euer Kommen informiert. Hier ist es, was ihr sucht. Wisst ihr, ich habe niemals gedacht, dass ich Fürst Essen Söhne treffen würde. Ihr habt unseren Vater gekannt? Junger Mann, euer Vater ist mein persönlicher Held. Euer Held? Allerdings, es war sein Mut und sein scharfer Verstand, die Winde auf einer Katastrophe bewahren. Ihr scheint verwirrt zu sein. Bitte lasst es mich erklären. Ich werde euch genau erzählen, was ich sah. Na gut. Verstehe ich euch richtig, Fürst Land? Ihr wollt uns nicht helfen? Ich fürchte ja. Ich werde Strata nicht einfach bei uns einmarschieren lassen. Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Dieser Plan wäre für uns beide, für beide Parteien vorteilhaft. Ihr kennt meine Antwort. Bitte erspart es mir, mich wiederholen zu müssen. Wie lange wollt ihr an euren kindischen Idealen festhalten? Ich rate euch sorgfältig darüber nachzudenken, was für euer Volk das Beste ist und für euch. Ich werde seine Hoheit niemals betrügen. Vergesst das nicht. Und wie hat der Typ das gesehen? Nach diesem Tag wurde die Handelsbeschränkung für Land unglaublich streng, als sie versuchten, meinen Vater unter Druck zu setzen. Fürst Aston wusste, dass es so kommen würde, doch er blieb seinen Idealen treu und beteiligte sich nie an den Komplotten gegen den König. Das wusste ich nicht. Mein eigener Vater. Und ich hatte keine Ahnung. Ist es nicht der Zeitpunkt, um sich Vorwürfe zu machen, Aspel? Du hast recht. Wir müssen nun härter kämpfen, damit Vaters Mühe nicht vergebens waren. Ich bin sicher, ihr werdet erfolgreich sein. Ihr zwei seid schließlich die Söhne eines Helden. Das hat nichts mit mir zu tun. Hey, kommt schon. So, Heldensohn. Geil. So, dann gucke ich mich nochmal. Ich glaube, hier ist nichts mehr in den ganzen Türen, aber ich putze mal nach. Ich meine, da war noch irgendwo Schatztruhen noch. Weil die ganzen Wege sind ja jetzt nicht mehr voller Gegner. Und... oh Gott. Muss ich mir merken, wo ich war und wo nicht. So, gehen wir mal hier lang. Ist denn blöd, hier den ganzen Weg rein und raus zu laufen. Das ist ein Speicherpunkt, da ist eine halbe Flagge. Nichts mit zu tun. Ich meine, hier waren noch Schatztruhen und so. Ich glaube, die kann man auch seit jetzt hier plündern. Wenn ich mich irre. Hi, tschüss. Was machen die Kinder hier?
Er ist ein verdammter Palast. Schloss meine ich. Ist das Leiche. Da leben Könige drin, ne? Da ist nix. Guckst du so. Und jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Nur um nichts zu finden wahrscheinlich. Wenn ich das schneide ich ein bisschen zusammen. Oder? Ja, ja. Und weiß nicht. Okay, dann muss ich hier lang. Glaube ich. 16 Minuten, nichts passiert. Außer ein Titel dazu bekommen. Aber direkt haben wir schon zwei Quests erledigt. Das ist gut. Und dafür müssen wir zurück nach Land. Ah! So. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwie doch hier irgendwas verpasst, aber egal. What the fuck? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Wo bin ich hier? Aber da unten links, da kam man noch wieder zurück, oder? Ah, oh. War ich ja schon? Ich meins, in einigen Räumen konnte man noch nicht rein. Ah, oh. Oder war das erst später? Ma. Vollkommen Zeitverschwendung hier. Hi, tschüss. So, hier müsste wieder eine Sackgasse sein. Super, ich habe oder bin ich hier schon, als wir das Schloss erobert haben, überall durchgegangen. Ah, einfach zurück. So, hi, ich habe mich verlaufen. Kann mich nicht irgendjemand nach draußen begleiten? Das wahrscheinlich noch länger dauern würde, als den ganzen Weg zu Fuß zu laufen. So. Was da? Wo bin ich denn jetzt? What? Wo bin ich? Was? Egal. Wir gehen jetzt nach Lawn, geben die beiden Quests noch ab und dann war es das schon wieder für diesen Part. So kann man auch irgendwie die Zeit füllen. Aber wenn ich mich nur schon teleportieren könnte und so weiter alles. Nicht teleportieren, aber ein Ort zum anderen gehen, als wäre nichts. Warte mal. Muss ja. Ich brauche das Buch, damit ich mich schnell bewegen kann. So, bringt das jetzt? Okay, doch, ich bin schon ein bisschen schneller. Ja, wo ich noch schneller sein können, finde ich. So. Ich möchte noch... gehen wir mal nach Wallbrook, genau. Ne, warte mal. Ne, das war blöd. Da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte nach Land. Nicht nach Grey sein, ich möchte nach Land. Ja, so. Vorhin Umweg gegangen. Aber glaube ich kürzer, weiß ich nicht. So, gehen wir die beiden Quests ab. Titelmäßig, ja, sieht gut aus. Hey, hey. So, da war eine Reise. Nein, hier. So, dann Spiellose. Das war nicht die Quest.
Ja, die Handelspapiere waren irgendwo anders, glaube ich, ne? Mach mal das. Präzision, das ist gut bei Hubert. Oh, warte mal noch. Ach, hab ich schon. Aufladung. Wirken beim Aufladen, Würfelung. Bauen, ja. Bauen, Erholung meine ich. Präzision brauchst du nicht. Ja, nehmen wir das. Und dort erstmal den ganzen neuen Jahr. Und auch Zerschmetter, genau. Smart KP, Spaltraserei. Damit sich das auch lohnt, wenn ich die ausrüste. So. Und zack, geliebte Taschentuch. Oh, mein Taschentuch, ihr habt es gefunden. Danke, junger Herr Aspel. Danke, Sharia. Ehrlich, Großvater, manchmal bist du mit deinen Gedanken wirklich in den Wolken. Alles klar, Frederik, wir sehen dich später. Passt dort draußen auf euch auf, junger Herr. Sharia, warte. Ich möchte dir das hier geben. Was ist das? In unserer Familie hat es eine lange und bedeutende Geschichte. Ich glaube, du kannst es besser gebrauchen als ich. Oh, Großvater, danke. Oh, und noch etwas. Ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nah, aber... Großvater? Manchmal musst du deine Gefühle in Worten ausdrücken, wenn du willst, dass sie verstanden werden. Wovon redest du? Ich spreche von deinem Glück. Großvater, Espen und ich sind nur... Ja? Hey, was hat diese ganze Taschentuchsache... War diese ganze Taschentuchsache nur ein Trick, um uns zusammenzubringen? Fürs Essen wäre in dieser Sache sehr zufrieden mit mir. Natürlich, du Kuppler. Halte dich aus meinen Angelegenheiten raus, sonst stirbst du, alter Mann. Ach, junge Liebe. Und ein Kohlegringer, ein Dingens, das durch und durch mollig und weich ist. Das erklärt natürlich alles. So. Und schon wieder. Voll viele Sachen hier. Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann in dieser Folge. Viel erreicht haben wir nicht, außer ein paar Quests erledigt, aber egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.